Heute zeige ich euch mal ein weiteres Kundenfahrzeug, was hier bei uns ist für ein paar Modifikationen. Ihr habt das Auto so ähnlich schon mal bei uns gesehen. Das ist ein Toyota Crown S-Lead in dem Fall. Aber hier haben wir einige Besonderheiten. Sieht ja optisch schon ein bisschen schärfer aus als die Version, die ihr vielleicht schon mal bei uns gesehen habt. Und zwar ist das hier die Version, die den 3,5 Liter V6 hat. Aber nicht nur die Modellista-Verspoilerung, sondern auch Kompressor. Zeige euch gleich noch ein bisschen mehr davon. Aber Plus M heißt das Modell letztendlich. Man erkennt das an so kleinen Details, wie zum Beispiel hier dem Supercharger Modellista Badge. Und ja, das hat halt zur Folge, dass das Auto noch ein bisschen mehr Leistung hat. Ich glaube 367 PS sind es, um genau zu sein. Aber da ist vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin. Das werden wir überprüfen, ob man da noch was rausholen kann. Ihr kennt das Ganze von hinten eigentlich nur erstmal an diesem Badge hier vorne, an dem Plus M steht. Normale Badges sind halt hier Toyota Crown S-Lead, in dem Fall Modellista Plus M, wie gesagt. Spoilerlippe, Seitenschweller, vorne noch eine Lippe. Und das ist erstmal optisch, was das Auto so viel, ja, ich sag mal, besser aussehen lässt. Mir persönlich gefällt die Farbe Schwarz auch extrem gut. Ja, und innen hat man eigentlich alles, was man sich so wünschen kann. Ja, plus ein bisschen Leistung, ne? Ja, bevor ich es vergesse zu erwähnen, also der Kunde hat das Fahrzeug bei unserem Freund und Partner von OR Imports gekauft. Sind auch die Aufkleber noch an der Seite. Wer es kennt, dem ist es sicherlich aufgefallen. Und da könnt ihr das Fahrzeug wahrscheinlich auch auf dem YouTube-Kanal nochmal in einem detaillierten Bericht finden. Schaut ihr ruhig mal nach OR Imports, da wurde es zugelassen. Und ja, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Tuning, aber ich zeige euch trotzdem ganz kurz nochmal was von der Innenausstattung. Na klar, elektronisch verstellbare Sitze, Speicherfunktion, Start-Stopp, Spiegelklapper, wie immer, Sunshade, hintere Sitzbank verstellbar. Am Lenkrad, Multifunktionslenkrad, eigentlich soweit auch alles, was man so gebrauchen kann. Eco-Modus für die Traktionskontrolle, Getriebe, Sport, Snow oder Traktionskontrolle off. Hier haben wir dementsprechend nochmal Radio, TV und Festplattensystem zu diesem großen Infotainment-System, nenne ich das jetzt mal, was leider bei uns natürlich nicht alle Funktionen hat wie in Japan. Sehr, sehr großes Handschuhfach, ist natürlich klar. Ja, das sind erstmal die ganzen positiven Dinge. Aber das Auto hat natürlich auch einen Grund, warum es zu uns kommt. Und zwar, wenn wir starten, dann hört man zwar eine wunderbare Begrüßungsmelodie, aber ansonsten hört ihr halt nicht viel. Absolute leise Auspuffanlage hier drin. Ja, einfach dem Fakt geschuldet, dass das natürlich eher eine, ja, ich sag jetzt mal, ja, Luxuslimousine kann man es schon nennen, in der Größe eines Fünfers ist. Ist halt hinten massiv viel Platz, ne? Ihr kennt das Ganze ja hier. Hintere Klimaanlage, so ähnlich wie beim Celsior alles. Ein bisschen weniger Ausstattung als der Celsior natürlich, aber prinzipiell relativ gleich aufgebaut von den Funktionen. Verstellbare Rücksitzbank etc., so wie der andere Crown S-Lead, den wir euch schon gezeigt haben. Aber es ist halt mehr Sound gewünscht. Was man hört, ist der Kompressor. Das kann ich euch gleich in den Fahraufnahmen zeigen. Aber hier von hinten hört ihr ja, dass man erstmal nichts hört, ne? Doppelauspuffanlage für den 3,5 Liter V6. Alles ziemlich leise. So, bevor wir die Fahraufnahmen machen, zeige ich euch aber noch mal ein bisschen, was der Klang vom Auspuff so im Stand machen würde. Wir haben jetzt mal Mikrofon hinten montiert.
Die hört den Kompressor. Ja, wenn man aber die Haube aufmacht und die Motorabdeckung weg ist, dann sieht man schon, was los ist. Hier ist nämlich der Toms Kompressor verbaut. Das war halt so eine Kooperation zwischen Toms und dem Werk für diese Sonderedition. Ich weiß gar nicht genau, wie viele hier gebaut worden sind, aber es sind nicht sehr viele. Und ja, davon versuche ich euch jetzt ein bisschen Sound bei den Fahraufnahmen einzufangen. Der Kompressor hat schon ja, ein sehr sexy Geräusch, muss man sagen. Aber es fehlt einfach komplett der V6 Sound. Und ja, den werden wir rauskitzeln, eine Abgasanlage bauen. Sobald die fertig ist oder auch den Prozess, zeigen wir euch dann in einem weiteren Video. Und ja, danach gibt es natürlich nochmal Aufnahmen mit richtigem Klang. Und wer weiß, wie so ein V6 klingen kann, der kann sich jetzt schon mal drauf freuen. So, nochmal für euch ganz kurz die Begrüßungsmelodie und wie das Ganze hier beim Start klingt. Das finde ich schon ganz cool gemacht in dem Crown. Spielt er also über das Soundsystem ab. Ja, das LED-Tacho ist natürlich fürs Handy nicht so gut darstellbar. Klimaanlage machen wir erstmal aus. Und dann versuche ich euch mal ein bisschen was vom Kompressorgeräusch im Stand zu zeigen. Also, ihr seht und hört, Kompressor ist da. Aber ihr kriegt davon während der Fahrt halt das mit, was ihr jetzt gehört habt, vielleicht ein bisschen lauter, weil es ja länger dauert. Ja, und das Schild werden wir direkt nutzen, um euch mal ein bisschen was vom Geräusch zu zeigen. Also, Auto beschleunigt hervorragend, wie ihr seht, und man hört halt auch den Kompressor. Allerdings ist hier so gut wie gar kein Auspuffgeräusch zu hören. Wenn wir jetzt bei 70 km/h hier nur umherrollen, nimmt man so gut wie nichts von außen wahr. Weder vom Motor, natürlich im Teillastbereich auch nichts vom Kompressor. Und das sollen wir halt ändern und werden hier den maximal legalen V6 Sound rauskitzeln und auch eintragen. Aber Spaß macht es trotzdem, den Kompressor zu hören. Hört nochmal selbst, ich beschleunige nochmal durch. Und das ist auch wirklich zügig. Die 360 PS hat er auf jeden Fall. Wirklich sehr angenehmes Cruisen, aber Leistung ist in jeder Lebenslage eigentlich da, wenn man sie abrufen möchte. Und trotz, dass das so ein schweres Auto ist, haben wir hier wirklich eine adäquate Beschleunigung, gute Verzögerung und ja, werden wir jetzt daherrollen. Absolute Laufruhe. Ja, gerade wenn man sportlich irgendwo anfährt, von unten rum, hört man den Kompressor natürlich am besten. Das macht schon echt was her. Ist auch ein Geräusch, was süchtig macht, auch wenn es kein Turbo ist. Fahren wir mal langsam hier ums Eck. Ja, ansonsten allen Schnickschnack, den man so braucht. Ihr hört jetzt die Klimaanlage, Klimaautomatik läuft auf volle Pulle. Aber hier wird es einfach zu warm. Wie gesagt, also Eco-Modus, Sportmodus, Schneemodus, Traktionskontrolle aus. Alles, was ihr euch so vorstellen könnt oder was man braucht, ist vorhanden. Park Distance Control, wie gesagt, hier Festplatten, Navi theoretisch, CD-Wechsler, TV, Radio. Also es ist von Werk alles drin, was man so benötigt. Für ein sehr gutes Alltagsauto mit wirklich deutlich sportlichen Gehen. Ich weiß nicht, mit was man das vergleichen kann. Für ein M5 ist es zu schwach, für ein M3 zu groß und zu gut ausgestattet. Und wenn wir das Baujahr vergleichen, dann sowieso. Dann haben die Autos eigentlich gar nichts mehr miteinander zu tun. Preislich ist das Ganze natürlich äußerst attraktiv. Klar, die Autos sind selten. Aber Versionen ohne Kompressor, die auch schon 313 PS haben,
fahrt ihr halt oder könnt ihr halt ja für unter 15.000 Euro schon bekommen. Natürlich, wenn man geringe Laufleistung haben möchte, wird das Ganze immer etwas teurer in Japan, aber das sind dann auch hervorragende Autos. Alltagstauglichkeit und Langlebigkeit von dem Motor ja, ist ausgewiesen. Der Motor ist in zig Limousinen, egal von Lexus, von Toyota, in diversen Vans, Minivans, wie hier so Größe T4, T5, also in den Alphards verbaut. Der ist aber sogar in Hatchbacks verbaut, also größeren Versionen von Toyota Hatchbacks zum Beispiel. Kriegt ihr mit Allrad, kriegt ihr mit Frontantrieb, mit Heckantrieb, gibt es alle erdenklichen Kombinationen und kann man einfach nur empfehlen, weil er als ja, moderner Direkteinspritzer, sage ich mal, auch ziemlich verbrauchsarm zu bewegen ist, wenn man das möchte. Ja, und dann sind wir auch schon wieder in der Firma. Der Chef steht noch ein bisschen rum, muss, glaube ich, noch mal hier helfen. Und dann berichte ich euch natürlich vom Auspuffanlagenumbau selbst. Und auch wenn das ganze Projekt abgeschlossen ist, machen wir natürlich wieder Soundaufnahmen. Ich verabschiede mich erstmal für heute. Ich werde jetzt hier vorne wenden, nochmal einen Parkplatz suchen. Habt ihr ja gesehen im Vorbeifahren, ist alles voller Subarus und mittlerweile auch immer mehr Toyotas, die wir hier vor Ort haben. Gerade ist ein Alpha da, unser Celsior ist da. Dieser Crown, ein weiterer Crown ohne Kompressor. Und was haben wir noch rumstehen gehabt? Ein Chaser ist drin noch. Aber zu dem gibt es auch nochmal ein separates Video. Da haben wir die Abgasanlage schon fertig gebaut. Konnten wir euch leider keine Vorheraufnahmen machen. Einfach weil die Abgasanlage so defekt war. Werde ich euch aber Bilder einblenden. Ja, hier sind wir an der Firma Gracie Racing angekommen. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Hoffe, dass ihr Spaß hattet. Wenn ihr ein Abo dalasst, sehr gerne, würde mich freuen. Naja, Park Distance Control ist auch da, auch vorne, ne? So, und damit mit dem Gepiepe können wir uns verabschieden.